Ihr Lieben, willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir befinden uns auf einer... Nee, nicht auf einer. Vor einem... Fahrstuhl. Nein! Ach, ich wollte natürlich nicht... Oh Gott. Ich wollte ihm natürlich nicht in die Arme sliden. Oh Gott, jetzt, damit habe ich gerade null gerechnet. Ja, wir müssen in die Kiste rein. Wir müssen in die Kiste... Boah. Ja, schön direkt Herzkasper nach den ersten 30 Sekunden. Das ist fantastisch. Ey, manchmal in der Panik vergesse ich auch die Steuerung. Das ist super unangenehm, weil... Also das hier ist halt... Also im Laufen, wenn man läuft, dann... und dann Steuerung drückt, dann... Eigentlich, wenn man bei Steuerung croucht man, aber im Laufen macht die dann so ein... Ja, so ein Slide. Aber ich wollte natürlich nicht den Slide. Ich wollte mich crouchen oder in diese Kiste rein. Okay, los geht's. Nicht nochmal. Alter, geh rein! Oh mein Gott. Was ist da drin? Käse, okay. Käse ist in Ordnung. Ja, lecker. Riesenstück Fleisch. Das ist halt der zweite Koch, ne? Also wir haben in diesem Level zwei verschiedene Köche. So, jetzt ist er weg, glaub. Nee, ich sehe seinen Schatten. Versuchen wir es. Und, ja, das ist der zweite. Das ist der, den wir geweckt haben, als wir den Schlüssel geholt haben. Oh, schon wieder die Musik. Geh mal einfach weg. Guck, was passiert. Vermutlich fährt der jetzt nämlich hoch. Ah, wir können aber diese Tür da nicht aufmachen. Wir brauchen irgendwas zum Öffnen. Denn wir als kleine Six müssen ja Gegenstände werfen, um auf den Knopf zu drücken. Der ist natürlich groß genug, der kann das einfach so. Ich sitze so angespannt gerade vor meinem Rechner, das ist echt nicht schön. Okay, die Tür bleibt auf. Ganz kurz gucken, was hier ist. Nichts, okay, das ist wirklich nur als Versteck gedacht. Gut, wir müssen also dahin. Das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so geil. Boah, was macht der da? I. Krass, der sich da erstmal mit seinen Fleischfingern da am Hals irgendwo unter irgendeiner Spalte. Ich will nicht wissen, wie der riechen muss, Alter. Der riecht doch nach Verwesung. Vor lauter Panik verdrücke ich mich manchmal auch und drücke nicht laufen, sondern crouchen oder andersrum. Und das ist dann schlecht. Der ist so eklig. Alter, was ist das? Ich will nicht auf diesen Knopf drücken, aber ich glaube, wir müssen es tun, damit wir ihn ablenken. Aber warum? Das ist die Schlüssel. Geh rauf. Lauf, Six. Fucking lauf. Tschüss. Oh Gott, diese Panik.
All meine Panik gerade. Öffne diese Tür. Öffne diese Tür. Schnell. Six, bitte. Oh Gott, ist das... Mach. Kannst du nicht an diesem Husten verrecken? Oh. Boah, ich mag die nicht. Oh, die sind so eklig. Oh. Okay. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Ich kann diese Tür nicht öffnen. Fuck. Ach, da oben ist was. Nee, oder? Flop. Yeah. Okay, wir sind im Müll gelandet. Ah, schaut mal, nochmal so eine Puppe. Pop. Und das beste Item, was es gibt. Ein Pömpel. Ein Pömpel. Wir sind safe, Leute. Okay. Immerhin ist hier Ruhe. Okay, was sollen wir machen? Vermutlich irgendwie wieder rauskommen. Man kann hier entlang klettern an den Seiten. Dosen gibt's hier. Ich würde mal hier klettern. Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Ah, hier ist ein kleiner Gulli. Ein kleiner Gulli-Schmulli. Ich höre... Ah, Geschirr. Schaut mal. Ich bleib eben nochmal unten, weil ich mir das angucken will. Ach, schau mal, hier sind beide am Start. Oh, das gefällt mir nicht. I don't like this. Wenn beide in der Nähe sind, heißt das, dass ich doppelt Gefahr habe. Okay, wir müssen vermutlich hier dann gleich oben durch und dann da raus. Ja, natürlich. Okay, nehmen wir erstmal... Also hier kommen wir nicht raus. Hier ist ein Deckel. Aber hier... Werden die uns nicht sofort sehen? Alter, leg Six auf! Gott, bitte grabbelt mich nicht von zwei Seiten an. Dann wird's stressig. Okay. Where am I? Oh Gott. Ich hör. Nein, fuck, ich komme hier nirgendwo hin. Aber hier ist ein Schalter. Oh, shit. Ich bin tot. Tschüss. Ah. Fuck. Da ist ein Schalter. Oh, cool, ich bin direkt wieder hier. Das ist geil. Ich habe gedacht, ich bin ganz woanders. Also vermutlich müssen wir uns an so einem Haken irgendwo hin transportieren lassen. Frage ist, wie? Oh Gott. Ich bin ein Schaummonster. Ich bin ganz eingeschäumt. Oh, wie süß sie ist. Die kleine Six, voller Schaum. Wie kommen wir da hin? Oh nein, bitte sag mir nicht, ich muss da... Oh, fuck, ich weiß wie. Wir müssen vermutlich auf diesen Geschirrberg hoch. Fuck. Oh, shit, hab ich da keinen Bock drauf. Oh, shit, hab ich da keinen Bock drauf. Ich hoffe, ich hab nicht recht. Wir werden sehen. Weil hier hochklettern können wir nicht. Lassen wir sie mal abdampfen eben.
Nein. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein. Kannst du gucken, wie du willst. Vor allem, der guckt zwar, aber der sieht mich trotzdem nicht. Mit seinen kleinen hässlichen Schmalzaugen. I'm talking about you, fat fellow. Okay, hier können wir auch nicht wieder runter. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Sieht er mich im Schaum? Ja, ey, voll gemein. Warum ist das Schaum? Ich dachte, im Schaum kann ich mich verstecken. Ah, verdammt. Okay. Gut. Conclusio, nicht im Schaum verstecken. Ich liebe es auch, wie die tröten, wie so Elefanten. Das Six, kannst du dich bitte bewegen? Hallo. Ich pups dir ins Gesicht, du Spast. Okay, dann gehe ich wieder. Tschüss. Okay, nicht über diese Scherben treten, nicht im Schaum verstecken. Ich warte mal, bis der irgendwo hingeht. Ich müsste die eigentlich irgendwie ablenken. Ich wette, ich muss irgendeinen von diesen Geschirrbergen hochklettern und mich dann an dieses, an die so einen Haken klemmen. Und mit dem komme ich dann zum nächsten Raum. Ich kann hier nicht hoch genug gucken. Und nicht weit genug nach links gucken. Da steht er direkt. Hilfe! Boah, die rennt manchmal auch echt falsch, muss ich zugeben. Oh nein. Ganz ruhig, Elefantencrew. Oh, wee, yo, Elefantencrew. Oh, oh, wee, yo, Elefantencrew. Vielleicht. Shit. Yes. Kriegst mich nicht. Ihr seid zu klein und fett. Ihr kriegt mich nicht. See you later, motherfucker! Scheiße, hat er eine Tür genommen? Ja, der ist irgendwo anders hin. Sieht er mich? Ja. Doch, er sieht mich. Scheiße. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Komm ich hier glimpflich davon. Oh shit. Oh, okay. Ah. Okay, das war blöd von mir. Ich habe perspektivisch nicht gerafft, dass ich in seine Arme fliege. Okay. Ah! Ah! Wie? Ich bin gelaufen. Ich bin sofort gelaufen. Was soll ich denn machen? Ah, wahrscheinlich muss ich klettern. Vermutlich muss ich hochklettern. Nein, muss ich nicht. Ja, wow. Oh yo, Baloo. Oh yay. Ich kann ihn nicht auf. Ich. Oh, fuck. Der läuft schneller als ich, original. Und von diesem Speicherpunkt aus an ist das scheiße. Nein! Ah, da hab ich nicht bekommen. Okay, gut, wir haben ihn aufgehalten. Hüp, nein! Oh. Tschüss! See you later, ihr Sucker! Ich hasse euch richtig hart. Oh. Da grunzen sie noch. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Küche überlebt. Oh, puh, Ende von Kapitel 3 oder so? Ich glaube, es war 3. Heilige. Oh.
Und wir sind in einem neuen Gebiet. Puh, okay, ich finde, das ist eigentlich ein guter Punkt, es zu cutten, auch wenn wir vielleicht noch ein paar Minütchen hätten, aber lassen wir es mal gut sein. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Ah, wir haben den Köchner Dios gesagt und uns weiter durchgeschlagen durch diese Welt voller Albträume und albtraumhafter Kreaturen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir die Küche nicht irgendwie zu Wurst verarbeitet haben am Ende. Aber scheinbar sind wir nicht zu allen total brutal. Das ist vielleicht sogar ganz gut. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Nightmares. Vielen Dank und bis dann. Und nicht vergessen, niemanden zu Wurst verarbeiten, der es nicht verdient hat. Wisst ihr Bescheid? Eigentlich hat es keiner verdient, zu Wurst verarbeitet zu werden. Wirklich nicht. Bitte, bitte verarbeitet niemanden zu Wurst. Bis dann.